So. Jo, jetzt sind wir auf der. Sind wir jetzt auf der obersten Ebene? Kann sein. So, wir können den Bogen schon wieder aufladen. Nehmen jetzt einfach mal die gewöhnlichen hier. Ich nehme die jetzt mal von oben nach unten raus. Was soll das? Ah. Ja, hier kommen die ja bestimmt auch wieder super mit. So, aber sehen wir jetzt von hier eigentlich den, den die vorhin gemeint haben? Sieht man gar nicht. Oh, da aber. Das können sie noch mitmachen, ne? Oh, sie hat schon verkackt ein bisschen. Ups. Oh, das geht auch ein bisschen schneller gerade, ne? Über den. Da ist er. Bam. Ah, wenn man nach vorne läuft, dann geht's. Oh, der Feuergeist ist mitgekommen. Wenn man nach vorne läuft, geht's. Ne, der ist weg. So. Ja, sie macht erstmal einen Abgang. Damit hätte nun niemand gerechnet. Okay. Ich habe keine Ahnung, was die vorhin gesehen haben, worauf die reagiert haben. Okay, der hat es geschafft, der Feuergeist nicht. Vielleicht ist der ja auch schon runtergefallen. Das brauchen wir nicht. So. Skelett. Kaiserlicher Bogen der Bindung. Krass. Was kann man da binden? Nur mal angucken. K. Ah, ein Seelenstein. Okay. Das haben wir ja schon. Was passiert jetzt? Ah. Okay, also etwas, was ich wahrscheinlich von der anderen Seite aktivieren muss. So, mal gucken. Mal gucken, wo wir jetzt überhaupt hingucken, ne? Das da springe ich nicht rüber. Aber okay, krass. So, Feuergeist, kommst du wieder? Hallo? Komm mal wieder her. Guck mal, wir sind jetzt hier. Hier. Macht jetzt auch einen Abgang und fällt ins Wasser? Nein, das wäre ja. Da weiß ich ja nicht, was passiert. Ach, jetzt ist der. Okay. Oh, sie hat es wieder geschafft. Ja, die Begleiter sind immer so geil. Die machen nur Mist. So, aber jetzt haben wir anscheinend hier was geschafft. Okay, ich höre. Auf jeden Fall ein Feuer. Oh ja, alle sind da. So, und da sehe ich schon Spinnen. Zack, erwischt. Nee. Die war zu schnell. Bam, kaputt. So, das. Mal mit. Kommt jetzt hier so ein richtig fetter Spinnenboss oder so? Das fände ich jetzt auch nicht so toll. Da. Da. Oh oh. Was geschieht hier gerade? Ich weiß nicht, wonach sich das gerade anhört. Ist es einfach nur so ein Kugelwächter? Nee, was ist doch. Na klar. Wie Zwergenballiste. Ach, das ist so ein Ballistenmeister wieder. Oh, das ist aber nicht gut. Der weicht aus. Ja, der ist zu meisterhaft. Ist da drüben auch einer? Da ist er. Zack, ich mache hier so richtig Robin Hood-mäßig. Oh. Doch nicht. Okay, die geht zum Glück auf Mjoll. So, das war's für dich. Okay. Jawohl. Kannst du nichts machen. Gib
Ne, der guckt noch. Okay, macht er doch nicht. Yep. Ich treffe den nicht. So, aber eigentlich habe ich von hier auch noch den Bonus vom Verstecktsein. Okay. Geht doch mal voll drauf. Okay, ah, von. Oh jo, jetzt kann man gut sehen. Aber ich bin zu weit weg für den, ne? So weit kann er nicht gucken. Aber er spürt die Pfeile. Okay, nee, da ist er wieder. Aber diesmal schafft das nicht, ne? Obwohl das auch ein Meister ist, den. Aber das letzte Mal vielleicht auch. Das war auch Nahkampf, ne? Wo er den zerlegt hat. Ups. Ach, die dauern aber lang, die Kämpfe gegen den so. Machen jetzt. Ist der schnell unterwegs? Das war ja krass, okay. Meine Herren. So. Ist es da eine Falle? Nee. Dynamo-Schalter. Dynamo-Schalter. Ah. Okay. Ach, nee. Aber der andere, der lag ja hier irgendwo, ne? Also ich vermute mal jetzt, dass die beiden Centurios unten den Kern haben. Den wir denn brauchen. Gehen einfach einmal rüber und den schieße ich einfach mal einen von denen an. Ich hoffe mal, die kommen nicht beide. Und wir hier oben eigentlich ganz gut stehen. Da ist alles okay. Sie hat man die Spinnen hätte benutzen können. Das wäre vielleicht gar nicht so doof gewesen. Jo, es geht. Ich hab's mir schon gedacht. So, es müssen natürlich auch noch Meister sein, ne? Ist ja, reicht ja nicht, wenn das einfache wären. Okay, der hat uns sowieso schon gesehen. Ja, da hast du so gedacht. Dieses Schwein. Dafür habe ich den auch gerade schon markiert, also das ist auch kein Problem. Gibt's hier eine Leiter hoch? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ach, der kann hier hoch. Ach du Scheiße. Okay, aber. Oh jo, der kassiert ja ordentlich. Ja, kein Problem. Das ging ja doch besser als gedacht. Ja. Das brauchen wir nicht. Dynamo-Kern, genau, den brauchen wir. Hätte ich. Wenn ich jetzt Kerne in der Tasche hätte. Ich die einfach da reinstecken können oder hätten das designen müssen? Das ist ja fragwürdig. Ach, und ich glaube, ich muss das nächste Mal, wenn ich bei einer Alchemiebank bin, einfach irgendwelche Tränke machen. Ich habe bestimmt eine ganze Menge Zeug bei, was einfach nur unnötig schwer ist. Ah, stimmt, wir. Ich habe zwar auch. Unglaublich viele Seelensteine noch bei. Aber das kann es ja nicht sein. Ja doch, das ist natürlich auch, aber. Aber wir müssen ja noch anderes Zeug bei haben. Genau. So macht man das. Nein! Oh jo. Das war gut. Ups, warte, Wunden schließen. Beide Seiten. So, der kommt jetzt hoch, ne? Ist der. Nee. Ich wollte gerade fragen, ob der noch krasser ist, aber.
Der geht ja ab. Der dampft ja richtig. Aber jetzt wird er gleich abdampfen. So. Da kannst du gar nichts machen. So. Ah ja, und noch ein Zahnrad. Den brauchen wir natürlich auch. Kerzenschein. Nee, halt, das war falsch. Oh, mir fällt auch gerade ein. Ich guck mal nach, ob wir... Also gucke ich gleich, ob wir noch zufällig Sachen dabei haben, die wir... Ich sehne mich nach einem Kampf. Abgeschlossen. Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Okay. Blutschwinge. Das ist der Klinge. Ich weiß... Ja, die Sachen... müssen wir auf jeden Fall bei ihr abgeben. Also im Haus, in der Kiste. Schwarze Seelensteine habe ich, glaube ich. Die sind extrem schwer. Ja, und die Stäbe auch weg. Das ist doof. Klingt Speer. Die wiegen aber nichts. Okay, sie hat anscheinend nichts weiter bei. Aber ich gucke gleich nochmal bei mir, weil... Das mache ich nämlich jetzt, weil ich habe ja den Schwarzmarkthändler, der mir eigentlich auch Sachen abkaufen kann. Eigentlich nur das hier. Aber vielleicht auch ein paar Tränke. Ich beschwere den einfach mal, den gucke ich mal und den sehen wir uns gleich wieder an. So, ich habe jetzt einfach mal noch ein paar Tränke verkauft. Das war sehr nett. So. Oh, ich kann mich sogar bewegen. Das unterschätzt man, ne? Die wiegen ja auch 0,5 pro Trank. Das ist schon gar nicht so ohne. Ah ja, doch, da ist jetzt aufgegangen. Wunderbar. So, das speichern wir einmal. Das war ja wichtig. Da gibt es jetzt hoffentlich diese Resonanzkerne. Ich weiß ja gar nicht, ob hier noch was kommt. Nee. Oh, da ist schon wieder der Ausgang. Hier. Dwemer Platte, was ist das? Resonanzedelstein. Aber nur einer? Goldhaufen, ist auch nicht schlecht. Aber wieso nur einer? Sind jetzt in der Truhe noch welche drin? Das Antlitz. Das hat der andere erwähnt. Ich weiß nicht, was das ist. Eben Erzstreitachs, die brauchen wir nicht. Der Blitzverminderung, Blitzresistenz, 60%. Naja, aber brauchen wir auch nicht. Den nehmen wir mal mit. Stimmt, wir müssen auf jeden Fall auch nochmal gucken, dass wir Edelsteine verkaufen. Da haben wir auch noch genug bei. Ah jo, das wollte ich ja mal gucken, was das jetzt kann. Das Blitz von Msund erhöht die Ausdauer des Trägers um 60 Punkte und erlaubt es ihm, den Atem von Chuak auszustoßen. Ein mächtiger Dampfangriff. Aha. Aber sowas brauche ich gar nicht. Das ist jetzt nicht mal besonders, stark. Oder, ach, warte mal. Ich nehme es einfach mal mit. Nicht, dass man das doch irgendwann braucht. Und denn, ich sehne mich nach einem Kampf. Denn haben wir es hier liegen lassen. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Ja, genau. So. Ich hoffe nur irgendwann, dass sie nicht zu schwer wird, um... Ist. Kein Problem. Ich ernsthaft, ist das... Ist der stärker als der Drachenknochenhelm? Der hat 56. Und der hat 26. Ist dieser Angriff so heftig, dass es Sinn macht? Gehen wir. Ja, aber... wir haben jetzt einen von diesen Resonanzsteinen. Oder? Wie viel sollen wir denn noch suchen? Vor allem, wo sollen wir denn überall noch hin? An die drei haben wir, okay. Cool. Ja, dann mal gucken. Gehen wir nochmal dahin zurück. So, dann sind wir hier jetzt durch. In der nächsten Folge gehen wir dann als erstes in diese andere Ruine wieder zurück, um die Resonanzsteine einzusetzen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.